Haben Sie verdeckt, meine Kinder? Bei Mass Effect, wir waren gerade dabei, uns hier ein bisschen durchzuerkunden, als wir von Gate mal wieder überrascht wurden. Bum, weg ist es. Oh, schnell hoch hier. Bin mal gespannt, wann hier die nächsten auftauchen oder was wir überhaupt machen. Ah, Miss Tal, die hat überhaupt kein Leben mehr. Spind. Nee, hier scheint alles sicher zu sein. Spind. Leuchtet die Schiffführung. Wir machen wieder manuell. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich werde es nicht überleben. Nein, ich werde es wirklich nicht überleben. Jetzt aber einfach durch. Wieder erfolgreich. Striker 2, Skimitar 2 und Banshee 2, das haben wir alle schon. Ach, ich wandle es gleich alles auf Universalgel um. Ich glaube, das werden wir noch brauchen. So viel Heilung, wie ich hier schon verschwendet habe. Ich knall trotzdem noch mal eine rein für Tali. Das Terminal. Ebenso manuell. Das war jetzt einfach. Diplomatische Warnung. Die folgende Nachricht wurde von einem nicht erfassten Konto an verschiedene Empfänger über das Extranet versendet. Eine weitere überwachende Situation ist veranlasst. Mein biotischer Gefährte, du wurdest ausgewählt, diese Übertragung zu erhalten, weil wir das gleiche Schicksal teilen. Nur wenige verstehen uns und noch weniger respektieren uns. Wir müssen zusammenhalten, wir müssen unsere neue Welt erschaffen. Komm, schließe dich uns im Hawking Ether Cluster an. Nur zusammen können wir das Unrecht an unseren Leuten wieder gut machen. Warnmeldung. Okay. Hauptreaktor wurde gemäß Notfall eingesetzt. Bringt mir vielleicht später mal was, falls wir dahin reisen, dass wir den Typen auffliegen lassen. Erforderlich. Oh, ich bin so aufgeregt. Ah, ein Waffenspind, leichte Dechiffrierung. Manuell, wie immer. Yep, geschafft. Skimitar 2 und Banshee 2 haben wir doch schon wieder alles. Mal wieder in Universal geht umwandeln. So, jetzt bin ich gespannt. Ach, das war's ja schon. Hier geht es schon gar nicht weiter. Dann müssen wir auf die andere Seite mit rüber. Mal vorsichtshalber schauen. Rex. Ich hasse Kinder. Ja, wer das nicht? Ich glaube, diesen Spruch hatten wir auch schon mal. So, jetzt Beeilung, Beeilung, Beeilung. Die Zuschauer langweilen sich, Shepard. In deiner Power Ranger Rüstung. Mal in die Luft gehen lassen. So. Hier scheint ein Kampf zu sein. Hauptreaktor wurde Moment, ich hab mich dadurch selbst beschädigt, wie es aussieht. Dann hau ich gleich nochmal Heilung für Tali rein. Eingelenkt. Nur noch viermal Medigel zum Heilen. Die HE3-Kraftstoffleitung ist durchtrennt. Aha, interessiert mich gerade nicht. Also, halt, wir müssen hier lang. Ah. Die Kraftstoffleitung reparieren. Sie haben die Reparaturen für Gipfel 15 beendet. Ach, das war's jetzt? Ich hätte jetzt gedacht, dass wir noch auf einen dicken, fetten Endboss treffen. Außer der kommt beim Zurückgehen. Schauen wir doch mal. Benicia? Sie sind auf der Suche nach der Matriarchin Benicia. Sie hat sich zur Riffstation begeben. Diese Station erreichen Sie über die Passagierzüge von Gipfel 15. Ach so, ah, klar. Stimmt, wir mussten ja die Energie zu verherstellen, damit wir mit den Passagierzügen fahren können. Mann, 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 bin ich vergesslich. Beeilen wir uns mal. Ich glaube, das riecht hier schon nach einer längeren Folge. Ich habe nämlich gerade richtig Bock, das Spiel weiterzuspielen. Oh, laden. Gar kein gutes Zeichen. Halt, im Aufzug kann man ja nicht speichern. Speichern. Neue Spielstand. Neue Spielstand anlegen. Möchte speichern. Speichern beenden. So. Dann fahren wir mal runter. Ich nehme dir bei meine Uhr zur Hand. Nicht runter, hoch. Okidoki. Okidoki. So, und das sind wir schon. Mir gefällt der Effekt mit dem Glas hier immer noch. Schon wieder laden. Ich ziehe gleich mal die Waffe. Kann nie schaden. Nicht, dass hier wieder die Riesenhummer auftauchen. Also der lädt mir jetzt ziemlich auf. Da ist er! Die Scheißviecher kotzen mich vielleicht an. Die, wenn einmal an einem dran sind, hat man gesehen, wird Tali gleich mal umgenietet.
mal auf die Map schauen. Wir müssen, ich glaube, Theoria zum Zug. Schätze ich mal, da werden die Züge sein. Oh Mann, ich mag überhaupt nicht, dass das Viech gleich wieder um die Ecke springt. Okay, wir sind schon im Fahrstuhl zum Zug. So. Sie betreten jetzt den Dekontaminations- und Transport-Hub. Warnmeldung. Freie Gefahrenstoffe in der Dekontaminationskammer. Zugang zu den Passagierzügen nicht empfohlen. Wenn wir auf die Minimap schauen, da ist ordentlich was los. Deswegen werden wir hier nochmal speichern. So Leute, jetzt schnallt euch mal an für Action. Ich glaube, jetzt gibt es hier richtig was aufs Maul. Heilung für Talirang, da ist wieder ein scheiß Ragni-Arbeiter. Sie sind eingeschlossen. Ich könnte die Türsicherung deaktivieren. Offenbar befinden sich die Züge zu den Außenstationen dahinter. Mhm. Wir schauen in die Mülltonne. Schockabsorbe. Absorbe. Kryo-Sprengsatz. Also irgendwas Eisiges. Und Kühlkörper 2. Wir schauen uns mal das Granaten-Upgrade an. Oh. Wir haben generell Gegenstände erhalten. Munitions-Upgrades. Rüstungs-Upgrades. Nochmal mehr Munition. Ein Waffen-Upgrade. Haufenweise, Rüstungs-Upgrade auch noch dabei, haufenweise Upgrades, nehme ich mal alles mit. Mal schauen, was das für die Rüstung war. Notfall-Interface. Oh, plus 2 Gesundheitsregeneration pro Sekunde, das kriegt dann gleich mal unsere süße Tali mit rein. Oh man, das hätte ich sogar schon gehabt. Also hier bleibt die Schildbatterie, Tali. Nee. Wo ist es denn? Notfall-Interface. Nein, da ist schon ein besseres da. Damit du auch mal ein bisschen Leben regenerieren kannst. Was tut denn die Schildbatterie 1? Schauen wir mal. Jo, du bekommst die Panzerungsplatten rein, die geben dir 7% Schadensschutz. So, das Granaten-Upgrade wollten wir noch ansehen. Bio-Verstärke. Und hier haben wir was. Mhm. Schauen wir mal. Brandsprengsatz oder Kryo? Ah. Kryo-Sprengsätze nutzen ein kleines Bose-Einstein-Kondensat. Eine Masse extrem kalter subatomarer Partikel. Bei der Detonation können sie alle in der Nähe stehenden Feinde schlagartig einfrieren. Minus 23% Maximalpräzision. Das finde ich super. So können wir nämlich unsere ganzen Scheiß-Wichse ausschalten. Wir öffnen die Kiste. Eine Hurricane 2 Schrotflinte und Survivor 2 Rüstung. Schauen wir doch mal, was hat Tali für eine Schrotflinte an. Ah, die hat schon Hurricane dran, oder wie? Nee, Hurricane ist einfach nur schlecht. Universalgel. Universalgel. Und was war das noch? Eine Rüstung, glaube ich. Survivor. Sind aber beide schlecht. Okay, haben wir noch was? Eine Computerkonsole haben wir hier. Die Kontrollgruppe im Labor ist außer Kontrolle. Sie sind wahnsinnig geworden. Wir können nicht weg. Sie kommen jetzt die Tunnel hoch. Es tut uns leid, es hat keiner geschafft, den Selbstzerstörungsmechanismus zu aktivieren. Rettet euch! Er hat sich selbst getötet, weil er Teil dessen war, was hier geschehen ist? Mein Volk wirft die Leichen von Selbstmördern den Aasfressern vor. Die Natak werden ihn bald finden. Mhm. Anscheinend haben die Viecher nicht nur mich genervt. Oh! Rechts unten Tali regeneriert sich. Oh, ich kann die Plasmareinigung nicht reparieren. Anscheinend würden dann die Viecher wahrscheinlich einfach nur weggeputzt werden. Ein Mira-Terminal. Verbindung wiederhergestellt. Daten werden geladen. Warnmeldung. Verbindung zum Sicherheitslabor konnte nicht hergestellt werden. Ich möchte wissen, was hier passiert ist. Tut mir leid. Aber ich brauche spezifischere Eingaben. Wie ist der Status der Riftstation? Die Riftstation wurde von der Besatzung geschlossen. Zurzeit gibt es keine Gefahrenstoffe in der Einrichtung. Okay. Dann ist das Personal noch am Leben. Ja, aber das Personal umfasst weniger als die offiziell vorgesehene Anzahl. Warum wurde die Riftstation geschlossen?
Die Sicherheitsvorschriften sehen vor, dass Einrichtungen im Falle von Fremdkörperausbreitungen geschlossen werden müssen. Außerdem scheinen sich einige Angestellte in medizinischer Quarantäne zu befinden. Komme ich dort trotz der Schließung rein? Mit dem Personenzug gelangen Sie bis zur Einrichtung. Ob Sie dann hineinkommen, liegt im Ermessen der Sicherheitskräfte. Ich brauche einen Statusreport über die Hochsicherheitslabore. Es tut mir leid. Die Netzwerkverbindungen zu den Laboren sind abgebrochen. Der Datenbestand ist limitiert. Okay. Das ist alles, was ich jetzt wissen muss. Natürlich, Commander. Ich melde Sie ab. Oh Mann, ich würde zu gerne wissen, was da drin ist. Ich speichere nochmal schnell. Oh, ich kann gar nicht speichern. Bin auch im Kampf anscheinend. Kann ich den Wissenschaftler vielleicht noch anziehen? Oder hier durch? Nein. Oh, ich muss das nur schnell speichern. Geht das vielleicht hier? Nein, also wir müssen hier durch. Tali hat sich mittlerweile schon komplett regeneriert. Mittelschwere Dechiffrierung. Manuelles Überbrücken. Fertig. Und auf geht's. Das ging fast in die Hose. Unser süßer Shepard ist fast verreckt. Ei. Die Scheißviecher ziehen aber wirklich viel ab. Und auf der Minikarte sehe ich schon, wie sich die nächsten hierher bewegen. Ich warte noch kurz ein bisschen ab, dass wir uns regenerieren. Oh, guck mal. Grafikfehler. Das sind aber kleinere Biester. Dann befehle ich doch mal Rex, dass er vorstößt. Und du ebenso, Tali. Waffen sind ausgerüstet. Passt. Ich drücke die 1. Was zur Hölle war denn das? Selbstmordviecher, die explodieren oder wie? Na, immerhin haben sie uns einen Stufenaufstieg ermöglicht. Eieiei. Spectre Training. Einigkeit lässt tote Squad-Mitglieder mit 15% Gesundheit wieder auferstehen. Das hört sich doch mal cool an. Das bekommen wir später erweitert. Einfach nur eine bessere Reanimation. Sturmangriffstraining erhöht der Waffenschaden und Nahkampfschaden. Ansonsten könnten wir nochmal Sturmgewehr meistern. Oder doch nochmal die Kampfpanzerung reinhauen. Ich mache mal die Kampfpanzerung so weit, dass wir die erste Hilfe bekommen. Da können wir uns immer wieder ein bisschen hochheilen. Rex, was hast du noch so zu bieten? Du bekommst was auf deine Kampfpanzerung. Du hast nämlich einen erweiterten Schildboost. Der macht, dass bis zu 40% des Schildes pro Sekunde regeneriert werden. Und du bekommst Fatness. Dass du mehr Leben bekommst. Miss Tali. Was machen wir bei dir? Du bekommst einmal Schrotflinte drauf. Und schauen wir mal Elektronik. Echt schwer rauszufinden, was man jetzt da noch nimmt. Ich mache die Elektronik für eine weitere Überlastung. Können wir jetzt speichern? Jetzt können wir schnell speichern. Sehr schön. Bevor ich euch dann denselben Part 2-3 Mal drauf drücke. Okay, bin mal gespannt, was hier lang geht. Vielleicht erstmal auf die Minimap, was jetzt hier Dekontaminationskammer. Nee, hier steht auch nichts dabei. Okay, wir müssen anscheinend weiter vorstoßen. Unsere Helden regenerieren sich nochmal schön. So, das sieht groß genug aus für eine kleine Schlacht. Aber wir sind schon bei den Zügen. Und in die müssen wir wohl einsteigen. Oh. Ich kann nicht leugnen, dass ich gerade sehr schön gespannt bin.
Alle an Bord bitte. Ach, Tali ist schon drin. Abfahrt Central Station. Richtung Riftstation. Riftstation. Eieiei. Das ist wieder dann ein richtiger Clash of the Titans. Wenn wir auf Benicia treffen. Wir erreichen jetzt die Binhex-Forschungseinrichtung Riftstation. So. Endstation. Gleich mal wieder Waffe ziehen. Ich traue dem Ganzen hier nicht so. Schauen wir auf die Map, wo es hier hingeht. Wir haben hier wissenschaftliche Stationen, Hochsicherheitslabor. Zug, da kommen wir her. Ups, Entschuldigung. Ansonsten das normale Sicherheitslabor. Hoch zum Sicherheitsbereich, durch den Ventilationsraum in die Wissenschaftlerunterkünfte, zum Mannschaftscasino Quarantänelabor. Da müssen wir anscheinend die ganzen Wissenschaftler retten oder eben töten. Je nachdem, was mit denen noch los ist. Ich würde sagen, gehen wir erstmal da lang. Hä? Können wir denn da lang gehen? Nein, ich muss hier lang gehen. Verstehe ich gerade nicht. Nee, dann gehen wir schon richtig. Waffe ist gezogen, immer kampfbereit, Mr. Shepard. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Sicherheitslabore, die sind rot. Wo geht's hier hin? Wo geht's denn hin? Wissenschaftliche Stationen. Schauen wir mal, was mit Hochsicherheitslabor ist. Okay, wurde abgeschaltet. Dann gehen wir mal zu den Sicherheitslaboren runter. Eieiei, mir ist wirklich ein bisschen mulmig, was uns da jetzt erwarten wird. Ich hoffe nicht zu viele von diesen riesigen Hummern. Die werden mir den Arsch aufreißen. Der Inventral ist der Hochsicherheitslabor. Willst du nun schießen oder nicht? Wegtreten! Ich spreche mal an. Tut mir leid, wir konnten nicht sicher sein, was in der Bahn ist. Wie mir scheint, sind Sie den Dingern schon begegnet. Begegnet, bekämpft und zugesehen, wie sie Männer zerfetzt haben. Wir sind hier alle auf Stims. Hören Sie, Sie sind ein Mensch und das ist Grund genug, nicht auf Sie zu schießen. Aber ich würde gern wissen, wer Sie sind. Ich weiß nie, ob ich sagen soll, dass ich ein Spectre bin. Nicht, dass die mich hier gleich foltern werden. Ich heiße Shepard und ich bin ein Spectre. Einem schwer bewaffneten Gaul schaut man nicht ins Maul. Letzte Woche haben die Aliens das Sicherheitslabor überrannt. Nur Hanola konnte entkommen und seitdem tickt er nicht mehr ganz richtig. Wir konnten gar nicht so schnell gucken, wie diese Bastarde sich in meine Kommandoposten verbissen hatten. Und da waren wir noch gut besetzt. Wir haben sowas noch nie gesehen. Was wissen Sie darüber? Ich bin kein Xenobiologe. Sie sind schnell, bösartig und es gibt einen ganzen Haufen von ihnen. Der Aufsichtsrat schickte eine Asari, um hier aufzuräumen. Sie ist gestern ins Sicherheitslabor gegangen und seitdem haben wir nichts mehr von ihr gehört. Venezia, ist sie noch dort? Keine Ahnung. Und ich weiß auch nicht, was eine Einzelne ausrichten könnte. Bei den Zügen gibt es einen Notaufzug. Mit dieser Karte können Sie ihn aktivieren. Er wird Sie runter ins Sicherheitslabor bringen. Wenn Sie erste Hilfe brauchen, gehen Sie zu Dr. Cohen unten in der Krankenstation. Schon, ob er sonst noch was weiß? Sind Sie sich sicher, dass die Matriarchin noch im Sicherheitslabor ist? Sie ist jedenfalls nicht hierher zurückgekehrt. Sie kamen durch die Zentralstation, also ist sie dort auch nicht. Kamen die Aliens aus dem Inneren dieser Einrichtung oder griffen sie von außen an? Wollen Sie meine ganz persönliche Meinung hören? Labore wie dieses existieren, um irgendeine Scheiße zu entwickeln, die andere Leute tötet. Erzählen Sie mir von der Architektur des Sicherheitslabors.
Es wurde in einem Gletscher weiter unten im Berg gebaut und ist sehr alt, dick und stabil. Wenn etwas schief läuft, heizen sie es einfach auf und versenken es im Eis. Normalerweise gelangt die Crew mit einer Bahn von der Central Station zum Labor. Wir haben auch einen Aufzug, der direkt dorthin führt, aber der ist für Notfälle reserviert. Hören Sie mal. Ich werde meine Leute nicht dort runterschicken. Es ist einfach zu gefährlich, kapiert? Wie schlagen sich Ihre Leute? Die erste Angriffswelle kam unerwartet. Sie konnten eindringen und wir haben einige gute Leute verloren. Demzufolge sind wir jetzt teillos unterbesetzt. Wir halten die Befehle aufrecht, indem wir lange Schichten fahren und Stims einwerfen. Mir gefällt das zwar gar nicht, aber ich sehe auch keine Alternative. Ich habe noch zu tun. Ja, ich höre... Oh, jetzt geht's ab. Verdammt, alle Mann ausschwärmen! Los, los, los! Los, los, los! Da haben wir schon den ersten Rakni-Soldaten. Soldatin. So, bewegt sich jetzt hier mein Cursor mit? Ich will nicht, dass sich mein Cursor mitbewegt. Ich töte ihn einfach. Jetzt geht's wieder ohne. Okay. Der sieht jetzt komisch aus. Danke für die Hilfe. Alle paar Stunden kommt eine Gruppe durch den Bahntunnel. Es ist besser geworden, seit wir den Aufzug stillgelegt haben. Greifen die immer hier an? Ist doch eine offensichtliche Schlachtbank. Ihre einzige andere Option wäre über den Berg und durch die Schächte. Und sie frieren wie jeder andere auch. Ich weiß auch nicht, warum die immer wieder gegen unsere Verteidigungsanlagen rennen. Selbst Tiere sollten doch lernen, ihre Nase nicht dahin zu stecken, wo es wehtut. Kann doch aber auch Gründe haben. Jetzt klappt wieder alles. Okay, anscheinend vielleicht ein kleiner Bug, dass sich die Kamera mitbewegt hat, oder ich habe irgendwie was übersehen. Oh, kann man nicht benutzen. Gehen wir da gerade hin? Krankenstation, Sicherheit. Da geht es zum Sicherheitslabor. Die Karte hat uns gegeben. Hier ist ein Quarantänelabor. Da wollte ich eigentlich zuerst hin. Denn da sind ja irgendwelche Wissenschaftler eingesteckt. Safe Sicherheit, Wissenschaftler, Waffe wegstecken. Sie wollen doch wohl nicht ins Sicherheitslabor, oder? Was? Gehören Sie zu einem der Wissenschaftsteams? Ja, ich wurde kürzlich versetzt. Was machen Sie hier? Molekulargenetik. Ich habe mich auf biotisch erweiterte allelespezifische Hybridisierung spezialisiert. Könnten Sie das für mich übersetzen, dass es jeder versteht? Das ist eine Genetikersache. Hey, die ist gemein. Vergessen Sie es einfach. Kennen Sie Matriarchin Benesia? Kennen Sie Präsident Huerta von der Erde? Ich schätze nicht. Benicia kam hier durch. Haben Sie sie nicht gesehen? Ich habe sie gesehen. Sie haben gefragt, ob ich sie kenne. Und das tue ich nicht. Sie scheint die Situation weniger zu beunruhigen als die anderen. Das gehört zu den Vorzügen meiner Meditation, die Sie eben unterbrochen haben. Erzählen Sie mir von sich. Ich bin Alestia Yalis von der Universität zu Aureis. Möchten Sie was Bestimmtes wissen? Oder soll ich einfach irgendwas erzählen? Es gibt keinen Grund, so unhöflich zu sein. Sie unterbrechen meine Meditation. Wie unhöflich muss ich sein, damit Sie endlich verschwinden? Voll gemein, ich hau ab. Ich verschwinde. Dann kann ich endlich weiter meditieren. Die Wissenschaftler kotzen sich aus. Unsicher. Ich heiße Sie willkommen. Vorsichtig. Ich möchte meine Neugier stillen und fragen, was Sie hier machen. Ich wurde geschickt, um eine Asari-Matriarchin zu finden. Überrascht. Ich sage, dass kürzlich eine hier war. Verstohlen. Gerüchte besagen, sie sei zum Sicherheitslabor gegangen. Freudig. Ich kann behaupten, noch einen begrenzten Teil meiner Ausrüstung zum Verkauf anbieten zu können. Lassen Sie mal sehen. Leider. Ein Großteil meines Bestands ist von Captain Ventralis beschlagnahmt worden. Yo, 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 yo. Ein bisschen einkaufen oder eben erstmal verkaufen.
alles nichts wert. Ich schaue, ob irgendwas mit Wert dabei ist. Hier, Munitions-Upgrade Hammer. Weg mit dir, weg mit dir. Panzerbrechen haben wir doppelt, Phasenmunition haben wir doppelt. Radioaktiv haben wir gleich dreimal. Schildgenerator. Können wir weghauen. Da haben wir nichts, was wirklich fett von Wert ist. Kampfsensor. Die lasse ich mal drin. So, schauen wir mal, was gibt es hier zu kaufen. Schwere Menschenrüstung, aber scheiß Schweine teuer. Bio-Verstärker Unity 5. Gefällt mir nicht. Präzisionsgewehr Reaper, Avenger. Chamäleon. Gefällt mir auch nicht. Medigel. Maximale Anzahl von Medigel um 1. Den hole ich mir mit. Weil merken wir es selber, wie oft wir die hier brauchen. Ab zur Krankenstation. Wenn wir mal sehen, was hier so abgeht, ob da irgendwelche verrückten Leute sind oder ob das schon von Viechern überrannt wurde. Halte durch! Ich weiß, an meiner Stelle hättest du längst ein Heilmittel. Was? Was wollen Sie? Entschuldigen Sie die Störung. Nein, es liegt nicht an Ihnen. Ich bin nur etwas verwirrt. Was haben diese Leute? Sie wurden mit einem Toxin vergiftet. Es hat einen Unfall gegeben. Ich habe eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterschrieben. Ich sollte das nicht mit jemandem diskutieren, der nicht zur Firma gehört. Aber Sie sollten mit mir reden, denn ich kann Ihnen vielleicht helfen. Ich hoffe, der Firma ist unser Leben wichtiger als ein paar Geheimnisse. Kennen Sie Mira, die virtuelle Intelligenz für Gipfel 15? Sie verwaltet die Sicherheitsprotokolle für unsere Experimente hier. Wir haben sie auf unserem Weg durch die Central Station reaktiviert. Sie waren das? Vielen Dank. Die automatische Ausrüstung funktioniert nämlich nur, wenn sie online ist. Mitten in einem Experiment verloren wir die Verbindung zu Mira und die Quarantäne versagte. Diese drei hier wurden einem Toxin ausgesetzt. Etwas, an dem wir gearbeitet haben. Wenn ich helfen soll, erwarte ich komplette Kooperation. Wollen Sie, dass diese Leute leben? Wenn nicht, gehe ich direkt wieder. Nein, warten Sie. Es ist eine Biowaffe, basierend auf einer exotischen Lebensform, die im Grenzgebiet entdeckt wurde. Sie wollten etwas, das die Kreatur töten kann. Aber mit etwas, das eine Spezies im Grenzgebiet tötet, ließ sich kein Geld machen. Wir arbeiteten weiter daran, passten sie an, damit sie auch auf andere Spezies wirkte. Toros B ist zwar hoch ansteckend, kann aber nicht von einer Person zur anderen weitergegeben werden. Wie ein Angriff mit einer Biowaffe, nur ohne anschließende Pandemie. Verdammte Salarianer. Sie spielen einfach zu gerne mit Bakterien rum. Militär, Regierungen, sie alle bekommen diese Art von Waffen, so oder so. Wir betreiben hier Schadensbegrenzung. Ich weiß, dass Sie das nicht so sehen. Sie haben das erschaffen, können es aber nicht heilen? Macht ihr Leute euch keine Notizen? Unsere oberste Priorität war, dass es funktionierte. Wir waren kurz davor, ein Gegenmittel zu finden, als Mira offline ging. Unsere Aufzeichnungen und Ausrüstung sind im Quarantänelabor eingeschlossen. Captain Ventralis will keine weitere Kontamination riskieren. Ist es gerechtfertigt, dass keiner rein darf? Nein, das Toxin hat nur eine kurze Lebensfähigkeit. Danach zerfällt es in simple Eiweißketten. Aber er will ja nicht auf mich hören. Ich werde mal mit ihm reden. Vielleicht kann ich ihn überzeugen, es mich versuchen zu lassen. Ich kann Sie nicht offiziell darum bitten, aber wenn Sie etwas tun können, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Jo. Wir reden später weiter. Ich hoffe, Sie können etwas tun. Erstmal. Gehen wir wieder hoch zum Händler, zum Rest der Truppe.
Hier sind schon Drohnen unterwegs. Okay, jetzt haben wir dann doch mal die Zeit erreicht. Oh, wir sind sogar diesmal ziemlich weit. Ein Medizinkit. Medikit auch, Gott, wie schön. Dr. Paulon. Den sollten wir danach mal sprechen. Ach, sprechen wir jetzt an. Was? Nein! Tut mir leid. Ich habe seit dem Angriff nicht viel geschlafen. Brauchen Sie etwas? Ich suche eine Asari. Asari? Tja, da gibt es Dr. Ialis. Und da gibt es noch unseren Gast, Lady Benesia. Captain Ventralis müsste wissen, wo sie ist. Was wissen Sie über das Sicherheitslabor? Nichts. Ich habe woanders gearbeitet. Mhm, soweit ich weiß. Wieder? Ist er auf der Krankenstation? Nein, er ist im Quartier des Wissenschaftsteams. Seien Sie nicht zu hart mit ihm. Er hat eine Menge durchgemacht. Was genau machen Sie denn hier? Ich bin Toxikologe. Ich kann nicht über meine Arbeit reden. Nicht, dass ich seit dem Unfall was getan hätte. Wir reden später weiter. Denken Sie daran, alle verdächtigen Geräusche zu melden. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier mal wieder Pause. Und dann geht's... Oh, guck mal. Da gehen da die Augen im Sichtfeld. Und dann geht's in der nächsten Folge richtig wieder mit Action weiter. Hoffentlich nicht mehr mit solchen Biestern. Obwohl eigentlich schon. Wenigstens eine Herausforderung. Also bis zur nächsten Folge. Ciao.